So, da waren wir jetzt schon. Hier hinten liegt noch was. Yay, ein Top-Trank, wunderbar. Ein Finsterstein, auch gut. Jo, was bringt einen das, hier runter zu springen? Gegen die hab ich schon gekämpft. Ja, hab ich. So. Ah, das ist einfach eine Abkürzung. Okay. Dann hier hoch. Da war mich auch schon. Yay. Du da! Ich lege eine. Die Sache ist, die gestern mit der Bruder von meiner Mutter, BDM und der Freund meiner Mutti. Wow! Ganz halt so Family Pendeln. Ich lege eine Pause vom Bärensammeln ein. Das ist die Gelegenheit für einen Kampf. Es sind keine Zwillinge. Davon gehe ich aus. Das hätten wir ja am selben Tag Geburtstag. Ich muss Garados nachher heilen. Level 52! Das Vieh schon wieder. Lockduft. Wie schneller ist. Warum bist du schneller? Gara, das ist nicht so langsam. Hast du Überreste? Eine Beere, ne? Du hast Überreste! Ich will auch Überreste haben! Gib mir Überreste! Du Arsch! Ich will auch Überreste haben. Bam, bam, bam. Gib mir Überreste! Ich will auch Überreste haben. Wo bekomme ich Überreste? Wo bekomme ich sie? Mein Geburtstag war gestern mal 50. Okay, deswegen hat es nicht mehr geschafft. Nee, ist ja kein Ding. Wow, die muss man handen von Milton beim Faxus, Milton Relaxus oder man muss die im Doom-Vulkan kaufen. Wow, danke Spiel. Ich wollte eigentlich mein Pokémon gerade heilen, egal. Jetzt ist ein Durchgang. So, wunderbar. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen, Pamperor. Schön, dass es dir gut geht. Du bist ein episches Pokémon. Ach ja, Pokémon-Trainer sind wirklich beeindruckend. Nicht, dass sie auf dem Weg an die Spitze Atari Hindernisse bewältigt haben. Nein, sie werden auch oft Zeuge genug davon, wie sich die eigenen Pokémon verletzen. Aber zusammen überwinden sie alle Schwierigkeiten. Na, sowas lange ich mir gesehen. Bis Octoball handen. Naja, geht so. Na so war es. Lange nicht gesehen, Tiberium. Und Lilly, hast du auch mitgemacht? Es freut mich, dich zu sehen, Hapu. Es fehlen mir noch 6 Sticker. Ich sammle halt. Mir fehlen 99. Sieht aus ganz anders aus als sonst. Eine viel energischer und voller Tratentang. Danke, Hapu. Das siehst du ganz richtig. Vor dir steht eine völlig neue Lilly. Aber jetzt gebe ich alles, ist meine eigene Inspiration der Tetkraft. Oh, und deine ganz eigene Inspiration der Tetkraft, sagst du? Das wäre dann sagen die L-Kraft. Die Lilly-Kraft. L wie Lilly. Okay. Wow. Sag, Hapu, weißt du, wo wir den Inselkönig finden können? Der Inselkönig? Tja, da bist du auf Poon leider kein Glück haben. Hier gibt es keinen Inselkönig. Was?
Das ist irgendwie ärgerlich, was machen wir jetzt, wenn sie Königin, Bitch? Egal. Keine Sorge, ich weiß, wie wir weiterkommen. Komm, wir machen uns auf zu den Ruinen. Du auch, Lili. Bambacho. Haben wir noch keinen Maschuk bekommen? Kein Maschuk mehr bekommen. Fällt mir so auf. Tiberium, es hilft alles nichts. Gehen wir weiter. Du als Trainer bist ja sowieso allerzeit bereit für das nächste Abenteuer, nicht wahr? Warte. I'm watching you. Es gibt 100. Es gibt 100 Sticker insgesamt. Huh. Wer sind sie? Ich bin Hapus Großmutter. Ihr seid seine Freunde, meine Enkelin? So ist es. Hoho, sie hat tatsächlich Freunde gefunden. Wow. Hat sie gerade ihre Enkelin gedisst? Aloas Inseln bereisen, neue Freundschaften schließen. Ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Kriegen wir es mal schon mal. Wenn ihr zwei auf den Weg zur Ruine macht, dann kann ich euch dabei ein wenig behilflich sein. Gebt mir doch mal. Okay, jetzt kriegen wir mal schon mal. Ich hab's gecallt, ja, ich hab's gecallt. War bei der Ethan Arc was anders? Nee, das war prinzipiell gleich. Das war prinzipiell gleich. Und es kam halt, doch man musste halt noch gegen die Ultra-Forscher kämpfen und die hatten noch einen kleinen Auftritt, aber ansonsten war es gleich. Yay. Um den Weg freizulegen, werdet ihr ein paar Steinblöcke beiseite räumen müssen. Ich wünsche euch beide Schweinestrahlen in Zukunft. Yay. Hab euch schon eine Ruinerei. Oh Gott, was ist los mit mir? Hapo ist schon das Ruin der Heimkehr aufgebrochen. Folgt einfach den Weg, bis ihr die verheißten Köchter von Pony erreicht. Das könnt ihr nicht verfehlen, die Farben. Und des Bodens ist doch auf einmal ganz dunkel. Dann müssen wir ein bisschen weiter, dann stürzt ihr auf die Ruinen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Ruinen der Heimkehr. Das ist dort, in dem sich Ponys, Hotspatron und Capo Kimo auffällt. Lass uns beide am besten gleich aufbrechen. Andere Pokémon, ja. So, ich will das TM-Item haben. Habe ich keine Stimme, habe ich Schutz ausgemacht. Ich hatte ja den Schutz ausgemacht. Hier gibt es Käufer. Okay. Betroer wirkt. Aber da kam die Ultra besser nicht. Ich habe keine Ahnung. Es wurde die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man Necromancer besiegen muss oder sowas. Dann haben wir diese. Dann haben wir ja ein Ultra Paltal Random bekommen. Also wirklich, das war das. Der Event ist so. Ja, und zur Mutter. Und hier hast du übrigens einen Meisterball. What? Es kann ja sein, dass wir gar keinen Necromancer heute besiegen. Weil der erst später kommt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber nur so die Vermutung von mir. Dass man gegen ist. Hier ist noch ein fucking Sticker, okay. Hier auch ein Sticker, okay. Sie sagt ihren Intellekt nochmal. Mütung. Er hat unsere Pokémon geheilt. Das ist awesome. Bam. Die schauen Fernsehen auch gut. Mogel, Mogel. Waffe! Waffe ist süß. Alter, wir leben mehr Pokémon drin als Menschen, ist auch gut. Necromancer, willkommen bei Diablo 3. Es ist ungefähr genauso. Okay. Das funktioniert immer wieder.
Heute was fallen gelassen. Er ist auch Wecker. Das funktioniert hier auch. Das ist super. Yay. Okay, du wärst geklärt, ne? Ich liebe solche kleinen Mini-Cutscenes. Ups, das laufe ich aus Versehen in die falsche Richtung. Aber damit kommt er ja nicht. Kommt er nicht lang, ne? Leuchtsteine auch gut. Wunderbar. Kene darf das der erlaubte Kinsekönig, genau. Das da darf ich erst nachher rein. Oh. Okay, dann gehen wir halt die Route ganz normal weiter. Okay, okay. Ich habe Pulver, da wäre das mein kompletter Schutz. Da will ich hin. Da. Erstmal die dodgen. Siedewasser. Okay. Ja, jetzt brauche ich es nicht mehr, ne? Ja gut, das wollte ich jetzt nicht, aber ist okay. Ich wollte eigentlich schwimmen gehen. Bam. Ich möchte lieber zwei Hokkaido haben. Ups, was ist das? Erstmal random in ein wildes Pokémon reinrennen. Das hätte ich, glaube ich, gesehen. Ein neues Pokémon entdeckt! Als ob die wilden Pokémon so stark sind wie die Trainer-Pokémon. Wow, GG, Mann. Oh, schon wieder wildes Pokémon, was soll denn das sein? Ich hab da Schutz an. Als ob. Ist das Vieh nicht übel selten? Ist das Vieh nicht übel selten? Das google ich jetzt kurz. Wummer. Na geht so, 30%. Bei der W ab jetzt alles blind. Ja, okay. Für mich sowieso, ne? Ich kenn's halt nicht. Ich kenne halt nur Pokémon Mond. Daraus kann ich ein bisschen was predikten, ansonsten. Oh, mein normaler Schutz ist alle. Jetzt muss ich meinen Superschutz einsetzen. Show me your move. War es was Schwimmen mit deinem Gegner? Das ist gar kein Fürcht, das ist ein Trainer! Bam, 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 bam. Danke. Oh, noch übelst krasses Drachen-Pokémon dabei. Was geht denn bei dir? Drop that Draco, sage ich nur, bitte.
Ich kenne das nur als, das Vieh spielt mir noch mit Azul West und mit Draco Midnoyer. Das weiß ich noch ziemlich genau. Und mit Matschbombe. Weil das Vieh ist nämlich super art langsam. Hat da verübelt sich krasser. Und Matschbombe. Siehst du, da kommt die Matschbombe auch noch. Ich schaue das jetzt Let's Play zu Poké Ultra Mond, aber es kam letzte Woche kein Part mehr, deswegen bin ich froh, dass du streamst. Ja, das wird eben, das Projekt wird ja auch auf meinem YouTube-Kanal geuploadet, beziehungsweise die Streamer-Zeichnungen sind ja auch online. Ich highlighte die ja immer deswegen. Mit nicht verschwinden. Aber ich verstehe schon, warum manche Leute das Spiel Rage quitten. Das ist völlig in Ordnung. Also ich kenn's mit Azult West. Ganz ehrlich, ich kenn's mit Azult West. So, da vorne war noch eine Trainerin, die ich jetzt noch umhabe. Du! Weil es halt super defensiv ist. Hast du nicht das Gefühl, dass du müsstest hier in der Nähe irgendwo ein Energiepunkt sein? Ein Energiepunkt? Und Blue. Bam, bam. Oh, der hat ein normales Sandam. Woohoo! Normale Sandams sind auch sehr cool. Bam, 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 bam. Snobilicat. Dann hast du bitte auch ein normales Snobilicat, ja? Ja, danke. Verhöhner. Das ist okay, ich wollte jetzt sowieso nicht Drachentanz benutzen. Menno, irgendwie habe ich Energie in diesen Ort ja überhaupt nicht auf mein Team ertragen. So ein Pech aber auch. So. Was ist mit den Typen da? Was geht denn mit denen ab? Puh, was sehe ich dann? Seltenes Trainerexemplar, Kontaktaufnahme initiieren. Bam, voll. Jetzt ist ein Pokémon Sander Michael heraus. Sander ist nicht so cool wie Metacross. Weißt du, was noch cooler ist? Arctos. Weißt du, wie ein Typ Eis ist? Okay. Geil, könnt mich jetzt auch dafür. Vandams und Sandamas. Drachenpuls. Ist ein Drachen-Pokémon. Okay. Drachenfeuer oder was? Warum kannst du Drachenpuls lernen? Silong. Das scheiß Vieh, da booste ich mich erstmal. Er hat nämlich diese Fähigkeit Wutausbruch. Diesen Angriff übelst boostet, wenn ich ihn angreife.
bam, 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 bam. Ich glaube, ich weiß auch, warum du hier so rar und selten durchgehst. No. Motiberium, das war. Das ist mein Spruch. Zapdos. Wald von Pony. Ich darf hier nicht durch, ne? Okay, dann gehen wir jetzt noch kurz zurück heilen. How about no? So. Wie die einfach Fernsehen schauen, da Fernsehen ist nicht an. So. Auf zu Lilly. So. Ich glaube, hier hatte mein erster Mondstream geendet, das weiß ich noch genau. Genau hier hatte der geendet.